Max to the ZANE, heute mit der Perspektive des Meisters aller Klassen, dem wahnsinnigen Let's Player Nummer 1, dem Kommandeur der Normandy, Spectre der Allianz und des Zitadellrats. Und wir machen hier eine kleine Pause zum Beginn. Wollten wir eigentlich nicht einkaufen und verkaufen? Ach, wisst ihr was, das könnt ihr euch auch mal zur Abwechslung antun in der Folge. Ich meine, wir haben so viel Krempel jetzt gemacht nebenbei. Da wird es langsam mal Zeit, dass wir etwas shoppen gehen und mit den Leuten reden. Wow. Ich mag diese vollautomatischen Ladebildschirme. Danke. Chucky, gibt's was Neues? Ja, bitte, Commander. Was kann ich denn tun? Offenbar nicht. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Jojo. Da müssen wir doch gerade mal eine kleine Pause einlegen. Hi. Es ist jetzt übrigens nach 10 Uhr, also darf ich das? Red nur. Hauptsache, deine Lippen bewegen sich. Bin so. Aber nicht da. Ich werde bestenfalls 130. Bitte? Aber nicht doch, nicht doch. Die Vergangenheit holt dann immer ein, was, Shepard? Frag mich ruhig. Das höre ich nicht oft. Also, dass mich einer Shepard nennt. Ja, Laborrat, hatte ich ganz vergessen. So. Ach, überhaupt kein Problem. Ich wusste doch, dass ich genau dann, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, auf diese Situation stolpere. Wer weiß, was die. Nein. Tja, also eigentlich mag ich Ashley nicht sonderlich. Und außerdem habe ich schon mal erwähnt, im ersten Teil habe ich im ursprünglichen Durchlauf natürlich Liara Tassoni. Wir sind nach 10 Uhr, jawohl. Ich muss ein FSK 18 wahrscheinlich dranhängen an die Folge, aber was soll's? Flachgelegt. So, ja. Und der werde ich genau dasselbe sagen. Für alle Romantiker am besten das Hirn ausschalten, weil Anziehungskraft reagiert erstmal nur in eine Richtung. Nee.
Entschuldigung, stimmen wir uns ein auf eine romantische Atmosphäre. Ecstasy A&E, jetzt im Romeo-Modus. Halt, Romeo ist gestorben, scheiße. Anderthalb Meter. Doch, wir gucken ständig durch die Landschaft, wenn ich nicht drücke. Mann, sieht er mir ähnlich, also wirklich. Ach, oh Gott, ein Geschmalz. Ich glaube, die Folge lade ich doch nicht hoch. Das ist jetzt sogar mir zu viel. Überhaupt kein Problem. Wieso springt, denkt man immer, dass Französisch romantisch wäre? Das ist eigentlich eine ziemlich beschissene Sprache. Was? Nicht jetzt? Ja, okay. Und beobachte dich die ganze Zeit. Wiedersehen. Was war das jetzt gerade? Und warum? Alles ist eins. Aha. Ja. Na, na, na. Also das kam vor Avatar raus, nur damit sich keiner wundert, aber das ist ja auch. Die gesamten Ideen der Science Fiction sind jetzt nicht unbedingt neu. Kann ich die schlagen? Nein? Hatte ich doch gar nicht. Boah, mache ich weiter. Lass dich nicht stören. Ja, so ist gut. Jetzt schließ die Augen nochmal, während ich deine kleine. Okay, ist ja gut, YouTube, wir gehen dann mal. Aus gesundheitlichen Gründen. Wir wissen doch, dass ihr das alle wolltet. Ich komme hier irgendwie vor wie im Mixer. Geht ein altes Haus, na, was gibt's? Gehen wir in eine Bar? Hauptsache, du sitzt 2 Stühle von mir entfernt. Du schwitzt mir nämlich etwas zu oft in meiner Nähe. Können Sie nicht upgraden hier? Connetix, gibt's die immer noch? Das weiß ich noch. Die haben diese wunderbaren biotischen Implantate für meine Knie, was? Die Wade et Pempera, oder wie das? Hat er mir das nicht schon mal erzählt? Ich froh, dass der sich keinen kleinen Schnurrbart hat wachsen lassen. Und jetzt versucht das Bild aus dem Kopf rauszukriegen. Viel Spaß.
Ach Quatsch, pack mal aus. Die schnappen wir uns. Ich bin Spector, ich darf das jetzt. Tessoni, Mensch, Tessoni! Hey. Du hast mit der gar nichts anzufangen, Freundchen. Oh Gott. Wiedersehen. Commander. Ich hab's richtig vermisst, Commander. Ach, ich habe ja ganz vergessen, die Kabine ist ja für absolut gar nichts gut. Gibt's schon wieder Neues oder was? Chucky, L3 biologische Implantate, hast du sowas? Hast du nicht? Wiedersehen. Ich wollte nur sicherstellen, dass du auch arbeitest, oder sei nicht. Man kann dieses Personal einfach nicht unbeaufsichtigt lassen. Vernus, Commander, Connetix, merken. Trojaner. So, wir wollten kaufen und verkaufen. Ist das ein Bazar oder was? Hui. Ach so, ja. Der Handel mit Körperteilen. Ich meine, der illegale Handel sagt ja auch, dass es einen legalen Handel geben muss, aber gut. Ja, da die Typen zu. Nee, ich. Nein, nein! Ich will das nicht wissen. Das müssen wir dir noch beibringen, das zu lassen. Nein, das ist krank.
Das siehst du, ist doch für einen höheren Zweck. Herr Doktor, ich habe Schmerzen. Ach, das vergeht. Ich habe vor kurzem Ballack auch ziehen lassen, von daher. Die haben mich nicht geschickt. Der Satz gehört da gar nicht rein. Ist ja verbuggter als beim ersten Durchlauf. So geht man mit den eigenen Leuten um. Erstmal voll quatschen. Guter Junge, hier hast du einen Keks. Ich find's witzig. Noch ein sinnloser Nebenauftrag. Meinetwegen. Dankeschön. Das ist schön, dass ihr das alle selber gelesen habt. Da muss ich es nicht vorlesen. Ich mag den Typen irgendwie. Earthmod Rex, jetzt in HD. Fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salar.
Nicht dumm, der Junge. Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Treffen auf neutralem Boden. Wir besprechen. Wir saßen uns bei den Hollows, Wald und Feldern und Naturparken. Wir waren die Schäden unserer Toten sichtbar. Wir wollten immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Es ist der heiligste Platz der Verdammten. Bald. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte ich mir auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber ich habe es zu einem Crush-Treffen eingeladen. Ja, für uns gibt es einige heilige. Was? Oh, wie lyrisch. Noch ein hübscher Kodex-Eintrag zum selber lesen? Na ja, klar doch. Alles hochinteressant. Ich empfehle es wirklich ausdrücklich, das wirklich mal gelesen zu haben. Ich bemühe mich auch nicht nochmal wirklich zu sagen. Na, Leitz, Adams, was gibt's Neues? Oh Was kann ich für Sie tun, Commander? Gott. Wo haben Sie noch geblieben, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandie. Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zu Normandie natürlich. Große Arbeit. Weitermachen, Adams. Faszinierend. Was denn jetzt schon wieder? Der hat drei Zeilen gesagt, ich krieg schon wieder einen Eintrag. Ja. Faszinierend. Können wir ja weitermachen. Das sind schon merkwürdige Beine, muss ich sagen. Auf der anderen Seite. Er ist einer von nur fünf Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Das war ja klar, dass ich hier nur Berühmtheiten mit mir rumschleppe.
Verdammt, also doch nicht einheiraten. Ja, sag das nicht. Ich bin Spectre. Ich glaube eher nee. Was heißt denn bitte schön die Gäste vertreiben? Ihr habt die Typen doch erschaffen. Kümmert euch gefälligst mal drum. Ja, wenn er im Admiralitätsrat sitzt. Hat's doch gerade gesagt. Schäppi, Schäppi. Zuhören. Könnte an der Maske liegen. Ist ja schon mal etwas. Das reicht fürs Erste. Shepard, zuhören, wenn Frauen reden, auch wenn es noch so uninteressant ist. Da 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 da. Das ist besonders interessant hier, aber again, keine Zeit für diesen Quatsch.
Ihr habt einen schweren Job hier, oder? Mann, Mann, Mann. Brauchen Sie Vorräte? Nö, ich tue das so. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Kommandant. Ja, nie quatschen, sondern zeigen. Ja, das wäre jetzt nicht schlecht. Ein bisschen zu teuer auf Dauer. Und taugt nicht gar nicht so viel. Wieso habe ich das? Das glaube ich gar nicht. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht einen ablativen Überzug nach anderen brauche. Mann, auf einmal habe ich Geld, wieso? Deswegen will ich das haben. Präzision, Schaden und um. Ah, das sieht jetzt so kotzen. Okay. Weg, raus, weg. Und jetzt noch eine Runde rüsten hier. Und dann reden wir nochmal mit The One, the Only Ashley. Ich meine, ne, man weiß ja nie, wann der Tag und so. Nacht. Spät. Wieso habe ich das nicht ausgerüstet, bitte? Viel besser. Scheint vollkommen wurscht zu sein. Setzen wieder auf, bitte. Danke.
Du hast bereits was Tolles. Plus 50 Schilde ist mir zu wenig. Mobile Präzision. Plus 90 Schilde ist schön, aber wir nehmen trotzdem das hier. Dafür ist die mir einfach etwas zu schwach auf der Brust. Äußerst blöder Spruch, aber ich weiß. Ach, was soll's, Waffenwirkung. Kann nie schaden. Kann sie das gebrauchen? Wahrscheinlich nicht. Muss mich das davon abhalten, es zu verwenden? Wahrscheinlich nicht. Nahkampfwaffe. Halt zurück. Waffenwirkung, ja, warum nicht? Lass ich dich vielleicht mal mit dem Sturmgewehr arbeiten. Helm abnehmen, ne? Wohl eher nehmen. Tot. Ja, ich meine ich. Okay, die haben wir vorhin schon mal aufgerüstet, da dürfte es so viel Besseres jetzt nicht geben. Und die ganzen anderen Spinner kommen auch noch. Rex. Eher nicht. Halt. Schmetterschaden, schön. Geht das jetzt für jeden Schaden oder Schmetterschaden und Physiklimit? Ah komm, Exoskelett, das kann bei dem wohl kaum schaden. Igitt? Der sieht ja das Originalfresse besser aus. Beste schon wieder verkauft, ja, hat. Was soll's? Du brauchst jetzt nicht unbedingt die Ausrüstung des Jahrhunderts. So oft kämpfst du ja wohl nicht, würde ich sagen. So. Nummer uno verbessern und gleich mal gucken, was es noch Besseres gibt. Nix. Naja, sieht doch gar nicht so schlecht aus.
meine, ich habe schon stärker gelacht an der Stelle. So, haben wir was Stärkeres? Nein. Das ist schon das Beste, was du kriegen kannst, wer Geld war. Und das ist ja sowieso das Beste. Tja, dann mal kurz gucken in der Eisrüstung und jetzt mal reinweise. Zack, den hier und nochmal zurück zum Ausrüstungsheini. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Quatsch mir nicht voll, ja. Danke. Verkaufen. Komm, weg damit. Krieg ich alles irgendwann wieder, weg damit. Fehlt noch ein bisschen Kohle, wa? Aber das Inventar ist frei. Das ist ja schon mal was wert. Nochmal F5. Du machst dir deinen Spaß, oder? Hatten wir schon mal das Gespräch. Schwestern? Schwestern? Also war ein Idiot, haben wir verstanden. Erzähl mir doch mal von den Schwestern. Okay, Finger weg. Das kann ich nachvollziehen. Nicht aus Erfahrung, sondern Überlegung. Oh ja, bitte. Kugel im Kopf? Sag ich da, dann wäre eine Kugel ganz angebracht. Na gut, nur ins Knie.
Liebe Freunde, merkt euch das für die Zukunft. Nein heißt nein. Bingo. Das ist wahr. Im Wald. Das hättet ihr auch sich denken können. Das könnte ich nachvollziehen. Das ist, dann frage ich lieber gar nicht erst. Also kindisch. Umlegen. Schon für den Versuch, gleich erstmal aufs Maul. Ich habe nichts gesehen. Okay, austauschen. Problem gelöst. Also doch ein weicher, ganz klarer Fall. Wer Frauen schlägt, hat es gar nicht anders verdient. Jetzt bleibt mal schön auf Distanz hier. Ich habe da gerade mit der Blauhäutigen da drüben, also hier. Ja gut, also beide von euch werden jetzt auch. So viel Platz wäre da schon noch. Was? Schön, wie du das sagst. Was? Jetzt geht die Schnulze los. Das war ein Blödsinn. Du bist Soldat, du kannst an keinen Himmel glauben. Das werdet ihr von mir mit Sicherheit niemals hören. Noch nicht mal im schwer betrunkenen Zustand.
Hä? Bist du bescheuert? Naja. Ich bin Spectre, ich verbiete es dir mit sofortiger Wirkung. Ich bin in einer Beziehung immer aufgeschlossen, aber nicht für Religion. Du warst auf dem Mond dabei, oder? Ach, das hatten wir schon. Ja, komm. Ich glaube, ja. Ja, weiter, weiter, ja, komm. Ja, gut, das haben wir jetzt, danke. Weiter. Du kannst gerne mal mein Gewehr warten. Klar. Wie sie sich da den Kopf bewegt, ist so. Ja, mit diesem wunderbaren Profil? Naja, gut. Geht so. Beenden wir die Folge für heute. Bis demnächst. Xenout.